Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es darum, wie man Brüche addiert, auch wenn es gemischte Zahlen gibt. Ich rechne dir Beispiele vor und erkläre das Ganze. Am Ende vom Video solltest du das dann selbst können. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Sehen wir uns einmal folgendes Beispiel an. 2 3 Achtel plus 1 2 Achtel. Was heißt das eigentlich? Nun, angenommen, das wären Pizzen. Also nicht eine Pizza, sondern in dem Fall hier zwei. Also zwei ganze Pizzen und von einer weiteren Pizza 3 von 8 Stücke. Also die Pizza Nummer 3 ist in 8 Teile zerlegt worden und nur 3 davon nehmen wir. Und hier drüben haben wir eine ganze Pizza und von einer weiteren Pizza nochmal 2 von 8 Stücke. Das Ganze soll jetzt addiert werden. Also ist gleich. Und jetzt gehen wir einfach her und bringen alles auf 8 im Nenner. Wir können ja auch sagen, die beiden Pizzen hier, die zerschneiden wir auch in 8 Teile. Also die erste in 8 Teile und die zweite in 8 Teile. Die beiden in jeweils 8 Teile und wir nehmen alle 8. Das ist eine ganze Pizza und das ist eine ganze Pizza. Also 2 Stück. Und dann noch von einer weiteren Pizza 3 von 8 Stücke. Also aus dem hier wurde das. Und jetzt plus. Wir haben hier eine ganze Pizza, eine nur. Die können wir auch in 8 Teile zerlegen und alle nehmen. Also 8 von 8, das ist diese eine Pizza hier. Und von einer weiteren Pizza nochmal 2 von 8 Stücke. Also aus 2, 3 Achtel wurde das hier. Und aus 1, 2 Achtel das hier. Und das Schöne ist, wir haben jetzt immer 8 im Nenner. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, haben wir eben auch 8 im Nenner. Einfach die Zähler addieren. 8 plus 8 ist 16, plus 3 ist 19, plus 8 ist 27, plus 2 ist 29. Also wenn wir das hier ausrechnen, kommt 29 Achtel dabei heraus. Nächstes Beispiel. 4 ein Siebtel plus 1 ein Fünftel. Wir haben hier verschiedene Nenner, darauf müssen wir aufpassen. So, jetzt rechnen wir allerdings erst einmal das hier vorne aus, also 4 ein Siebtel. Das ist nichts anderes als zum Beispiel 4 ganze Pizzen und 1 von 7 Stücken von einer fünften Pizza. Also 7 ist unser Nenner und zwar 4 mal. So, 4 Pizzen jeweils in 7 Stücke zerlegt und wir nehmen alle. Das ist eine ganze Pizza, das ist eine und das ist eine ganze Pizza. Also 4 Stück. Und von einer weiteren Pizza nochmal 1 von 7 Stücke. So, überall 7 im Nenner, also auch beim Ergebnis. Und im Zähler 7 plus 7 ist 14, plus 7 ist 21, plus 7 ist 28, plus 1 ist 29. Also 29 Siebtel kommt für die Umwandlung von 4 ein Siebtel heraus. Dann haben wir noch 1 ein Fünftel. So, 1 ein Fünftel bedeutet eine ganze Pizza und ein Fünftel von einer zweiten Pizza. Die eine ganze Pizza können wir auch in 5 Teile zerlegen und alle 5 nehmen. Also 5 Fünftel, das ist eine, plus ein Fünftel. 5 Fünftel plus ein Fünftel ist 6 Fünftel.
Das heißt, das hier oben ist nichts anderes als 29 Siebtel plus 6 Fünftel. 29 Siebtel plus 6 Fünftel. Jetzt haben wir noch zwei Brüche mit unterschiedlichen Nennern. Einmal 7 und einmal 5 im Nenner. Um die jetzt zu addieren, müssen wir beide Brüche auf den gleichen Nenner bringen. Den finden wir hier ganz einfach. 7 mal 5 ist 35. Also 35 ergibt den Nenner für beide Zahlen. So, hier 35, hier 35. Um hier auf 35 zu kommen, müssen wir mit 5 multiplizieren, also machen wir das auch im Zähler. 29 mal 5, das ergibt 145. Und hier müssen wir mit 7 multiplizieren, also auch im Zähler. 6 mal 7 ist 42. Also 145 durch 35 plus 42 durch 35 ist gleich 35 im Nenner, bedeutet das auch im Ergebnis. Und jetzt einfach die Zähler addieren. 145 plus 42, 5 plus 2 hinten ist 7, 4 plus 4 davor ist 8 und 1 auf der 100er Stelle, 187 durch 35 oder 187 35stel. Du möchtest das mit der Bruchrechnung noch ein bisschen üben? Dann schau mal unter dieses Video, dort findest du Übungsaufgaben mit Lösungen. Mach dir einmal selbst, dann wirst du fitter in dem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.